Heute für euch 9 Fakten über die männliche Masturbation. Los geht's. Nummer 9. Selbstbefriedigung löst bei uns Männern Fantasien mit fremden Personen aus. Wobei die Frauen eher an ihren Schwarm oder Partner denken, denken wir zum Beispiel an Selena Gomez. Das gleiche gilt unter anderem auch beim Geschlechtsverkehr. 45% aller Männer denken während des Aktes nicht an ihren Partner, sondern an eine fremde Frau. Und die Nummer 8. Die Masturbation stärkt bei uns Männern die Muskelkraft der Blase, was unter anderem den überschwänglichen Urinauslauf verhindert. Somit bleibt deine Hose auch im Alter noch trocken. Und die Nummer 7. Selbstbefriedigung hat kaum Nachteile, außer dass jedes Mal eine Katze davon stirbt. Nein, natürlich nicht. Aber mal im Ernst, Masturbation hat eher viele Vorteile. Denn es schützt zum Beispiel gegen Prostatakrebs. Grund dafür ist der Spermafluss, denn dieser spült unter anderem krebserregende Stoffe mit hinaus. Dadurch mindert sich das Krebsrisiko. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 6. Eine andere Erkenntnis, die Wissenschaftler gewonnen haben, ist, dass Selbstbefriedigung die Gefahr an Diabetes zu erkranken senkt. Klingt komisch, ist aber so. Dahinter steckt, dass bei der Masturbation das gleiche Hormon wie das bei einem Diabetiker im Falle eines Zuckerschocks ausgeschieden wird. Und die Nummer 5. 90% aller Männer machen es sich selbst. Da kommt mir die Frage in den Kopf, was mit den restlichen 10% der Männern ist. Eventuell haben sie Angst vor ihrem Penis. 23% von den 90% machen es sich jeden zweiten Tag. Einmal am Tag machen es sich ganze 19% und 9% machen es sich mindestens zweimal am Tag. Oh Mann, die müssen ja echt nichts anderes zu tun haben. Und wir kommen zu Nummer 4. Männer, die von ihrer Jugend an bis zum Rentenalter jeden zweiten Tag ejakulieren, kommen auf bis zu 50 stolze Liter Sperma im Leben. Das wäre ein komplettes Fassbier voller Sperma. Oh Gott, das muss man sich jetzt nicht unbedingt bildlich vorstellen. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 3. Wenn du mal Probleme hast einzuschlafen, dann kann es dir helfen, wenn du es dir selbst machst. Ja, richtig gehört, denn durch Masturbation kann man gewöhnlich viel besser einschlafen. Probier's doch einfach mal aus. Und die Nummer 2. Kellogg's wollte in den 80er Jahren Selbstbefriedigung verhindern, indem sie Getreidekekse und Flocken in ihre Produkte taten. Diese Zusammenstellung hemmte den Spermafluss und sollte der Jugend von damals das Masturbieren langweilig gestalten. Okay, das klingt jetzt schon irgendwie merkwürdig. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Völlige sexuelle Inaktivität kann dazu führen, dass das Muskelgewebe vom Glied schrumpft und der Penis dadurch kleiner wird. Regelmäßige Masturbation und Geschlechtsverkehr verhindert das und der Penis hält seine natürliche Größe. Also Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt könnt ihr euch noch anschauen, wie der weibliche Orgasmus funktioniert. Auch sehr interessant. Einfach hier klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.